Hey, hey, ich bin's wieder, eure Lea. Wir sind in Dresden und ja, wir fangen direkt an. Wir gucken uns Dresden ein bisschen an. Ich war hier noch nie, keine Ahnung, wir haben so einen schicken Stadtplan. Hab uns der hilft, mal gucken. Wir haben uns gerade schon so überlegt, wir gehen jetzt mal in die Altstadt rüber. Müssen wir einmal hier über den Fluss drüber und hier irgendwo ist dann die Altstadt. Gucken mal, was wir so sehen. Frauenkirche soll ja irgendwie gut sein, generell. Das sind, glaube ich, die ganzen Gebäude hier richtig hübsch so. Ist, glaube ich, spannend, mal das zu sehen. Und dann, ich habe echt keine Ahnung, was wir so machen können. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja eine hübsche Flussrundfahrt und ein bisschen was, wo man auch was aktiv machen kann, wäre ja cool. Mal gucken, was wir so finden. Also, let's go. Wir sind in der Altstadt angekommen, schon ein bisschen umgeguckt. Auf jeden Fall schon echt hübsch, muss man sagen. Die ganzen alten Gebäude, ist schon nett gemacht. Hinter uns ist die Frauenkirche. Wir haben gerade schon geguckt, um 10 machen die erst auf, sodass man dann tatsächlich reingehen kann. Man kann scheinbar auch nach oben gehen. Da warten wir jetzt mal drauf. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen früh, 32 haben wir jetzt. Und dann gucken wir mal, dass wir uns jetzt wieder die Zeit noch ein bisschen rumschlagen, dann gleich einmal reingehen. Und wirklich mal gucken, ob man nach oben gehen kann. Das ist bestimmt mega cool. So der Ausblick und sieht bestimmt gut aus. Wird nur bestimmt arschkalt. Also auch heute ist es windig, ist es kalt. Es ist doch irgendwie halt noch halber Winter. Naja, mal sehen, wie das da aussieht und was wir noch so erleben heute. Restaurants haben wir schon ein paar leckere gesehen. Ich bin gespannt, was wir so alles machen. Vielleicht gehen wir ja jetzt noch so nach da oder nach da. Oder wir drehen uns einmal im Kreis, damit dem Lars schwindelig wird. Wir sind wieder im Warmen in der Kirche. Krass, wunderschön. Also hübsch gestaltet von innen, von außen. Wow. Anstrengend war es hochzugehen. 10 € kostet das Ganze. Also oben hinzugehen, nach unten und alles angucken ist kostenlos. 10 € pro Person, wenn man nach oben möchte. Aber der Blick lohnt sich. Es war schon echt hübsch. Und eine Sporteinheit. Aber ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Das war echt hübsch. Und jetzt machen wir uns mal wieder nach unten und gucken, was wir so machen. Der Tag ist noch lang. Es ist spät geworden, es ist dunkel. Es hat nicht ganz so geklappt, was wir uns vorgestellt haben. Wir wollten ja eigentlich noch Boot fahren. Das ist scheinbar im März noch nicht so ganz angesagt, nur am Wochenende und heute ist Montag, also konnten wir es nicht machen. Stattdessen waren wir an der Frauenkirche vorbei und dann war da so ein cooles altes Auto. Wie heißt denn das Ding? Auto. Und damit konnte man so eine kleine Stadtrundfahrt machen. Wir sind eine halbe Stunde mit dem gefahren, der hat uns ein bisschen was erzählt. Hat 50 € für uns beide gekostet. War aber echt cool. Also so mit dem Auto war nicht schlecht. Also jetzt dunkel, was macht man da? Sich ein bisschen gruseln. Lars hat eine Gruselstadtführung gebucht, so in der Art, für 17 € pro Person. Ja, wir sind jetzt gleich den Spuren nach irgendwelchen ehemaligen Killern. Nein, keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall berichten. Mit irgendwie so einem Gruselschauspieler, der uns halt hier rumführt. Ich habe ein bisschen Schiss.
Lars sagte schon, in der Beschreibung stand, so zwei Mädchen, 15 und 17 oder so, haben das Ganze mal abgebrochen, weil sie zu viel Angst hatten. Ich weiß ja nicht. Naja, dafür ist auf jeden Fall jetzt gleich hier der Treffpunkt und ja, hoffentlich sind wir nicht ganz alleine mit dem. Ich bin gespannt. Und danach geht's zurück ins Hotel, ein bisschen aufwärmen. Das ist echt verdammt kalt, muss ich sagen. Wir haben uns übrigens gerade noch ein Zugticket, also Straßenbahnticket gekauft, weil wir dann doch nochmal hier zurück zum Hotel sind und ne, es ist dann doch irgendwie eine weite Strecke, wenn man so den ganzen Tag auf dem Fuß unterwegs ist. Auf dem Fuß unterwegs ist. Hier ist mein Fuß. Das kostet, glaube ich, 10 Euro, ne? Viererkarte haben wir uns geholt, die wir uns teilen. Ja, aber ich glaube, nach der Stadtführung gleich bin ich auch froh, wenn wir nicht mehr zurücklaufen müssen. Das ist nämlich auch irgendwie nochmal eine halbe Stunde ungefähr, weil wir jetzt gleich eine Stunde mit dem unterwegs sind. Es ist dann doch auch spät und wir sind ja jetzt auch wirklich den ganzen Tag seit, was waren sie los, 9 Uhr. Ja, von daher. Let's go. Okay, komm. Jahrhunderts, das heißt, da drin hat sich der Adel amüsiert. Und jetzt war er König von Polen. Mit einem Mal kannten die Menschen August den Starken, weil Polen der größte Flächenstaat Europas war. Mit fein gestutzten Hecken und einem Springbrunnen ganz malerisch, fast schon sinnlich aufgewertet. So kann es nämlich auch gehen. Wir sind oben angekommen, wir sind mit der Schwebebahn jetzt hier gefahren, die älteste Bergschwebebahn, die es in Deutschland gibt. Ich glaube eigentlich 7 Euro, ne? Aber dadurch, dass wir eine Tageskarte schon für rund um Bus und Straßenbahn haben, konnten wir es irgendwie billiger kriegen für 3,50, also 7 für uns beide. Ist auf jeden Fall ein geiler Ausblick und ich weiß nicht, ich glaube ihr seht sie jetzt auch, sie kommt gerade wieder an. Ist nett hier, also ich weiß nicht, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, hier ist ein Berg und dann ist hier nichts, ein Café gibt es hier. Wir haben natürlich wieder Pech. Im März hat das nur am Wochenende auf und wir haben kein Wochenende. Naja, man kann hier wohl noch gut spazieren gehen. Man kann auch noch irgendwie oben auf das Haus drauf, haben wir gerade gemacht. Da ist noch eine kleine Ausstellung, wie das so alles gebaut ist, die Idee dahinter. Und halt ein super schöner Aussichtspunkt, halt dann wirklich so der höchste Punkt hier. Echt schön, muss man sagen. Vor allem jetzt, so wenn die Sonne da ist. Nettes Plätzchen, muss ich sagen. Es gibt aber auch noch eine, wie heißt das? Standseilbahn. Da haben wir gerade überlegt, ob wir dann jetzt gleich runterfahren und dann mit der auch einmal hochfahren. Die soll ein bisschen länger sein und schneller. Also die ist jetzt 5 Minuten gefahren, von daher fand ich voll in Ordnung. Schönes Erlebnis. Mal gucken, ob wir das gleich wirklich noch machen, was die dann kostet und wie dann die Seite da hinten auf dem Berg aussieht.
Ihr könnt sehen, unser schöner Tag in Dresden ist vorbei. Wir sind wieder zu Hause. Das war eigentlich wirklich ein netter Tag. Hat sich gelohnt. Also wir haben uns ja auch immer wieder so ein paar Bahntickets geholt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Man kann alles gut fußläufig erreichen, aber ich glaube, wenn man dann doch ein bisschen außerhalb was sehen möchte, lohnt sich das echt. Wir sind dann ja auch noch zu der Schwebebahn gefahren, beziehungsweise zu den beiden Bahnen. Wir haben ja beides einmal gemacht. Dahin laufen wäre tatsächlich echt sehr weit gewesen. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall auch, sich da so ein Tagesticket, Viererticket, was auch immer zu holen, je nachdem, was man halt alles vorhat. Hat eine Menge Spaß gemacht. Also auch spontan haben wir ja dann diese coole Auto-Oldtimer-Tour gemacht. Also man kann auf jeden Fall auch ohne Plan ein bisschen was machen. Bietet sich aber an, sich vielleicht vorher Gedanken zu machen, weil, ja, wir waren ja nicht nur einen Tag in Dresden. Ich muss gestehen, die Schwebebahn und Standseilbahn haben wir am zweiten Tag gemacht. Aber wir wollten euch das nicht vorenthalten. Also es war ja auch wunderschön. Wir saßen echt hinterher auch noch lange oben, haben da gegessen, haben die Sonne genossen. Es war ja super Wetter da an dem Tag. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Ich fand die Schwebebahn vom Fahren her... Nee, andersrum. Ich fand die Standseilbahn vom Fahren her halt irgendwie cooler, weil das so näher an allem dran war. Die Strecke war ein bisschen abwechslungsreicher mit Kurven, Tunnel. Aber wenn man oben war, war das halt irgendwie so ein bisschen quasi mitten im Wohngebiet rausgekommen und man wusste nicht, wohin mit einem. Das Restaurant hatte leider erst später aufgemacht. Das heißt, wir haben da ein bisschen rumgechillt, gammelt. Vorher ein bisschen noch durch die Stadt gegangen. Sehr schön da oben aber auch. Also... keine Frage, hübsch ist Dresden. Aber das hat mir bei der Schwebebahn halt besser gefallen. Da hatte man doch diesen Aussichtspunkt. Da ist eigentlich halt auch so ein kleiner Kiosk gewesen. Da hatte man halt direkt so Touri-mäßig einen guten Spot, sage ich mal. Und bei der Standseilbahn hat man halt eigentlich nichts gesehen. Man musste wirklich erstmal weiter zum Aussichtspunkt laufen und aber auch erstmal wissen, dass der da ist. Ja, aber sehr schön auf jeden Fall, lohnt sich. Und teuer war es auch nicht, ne? Vor allem, weil wir halt durch die Tageskarten dann ja wieder Ermäßigungen gekriegt haben dabei. Also wie gesagt, 50 pro Strecke. Genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Genau, abends waren wir ja noch mit Jürgen Würgen unterwegs. Das war auch der Hammer. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben so eine Gruselstadtführung gemacht. Also gruselig war es tatsächlich gar nicht. Ich hatte echt ein bisschen Schiss. Aber das hat ja total gut gemacht, hat sich halt so ein bisschen verkleidet auch. Habt ihr ja schon gesehen, ich habe so ein bisschen was aufgenommen. Und der hat uns halt dann die nicht so schönen Seiten von Dresden gezeigt, ging aber halt eher so ein bisschen darum, wie wurden damals die Hexen verbrannt, wo war der Ort und halt das, was halt man nicht unbedingt bei einer normalen Stadtführung hört. War auf jeden Fall sehr interessant, er hat das echt gut gemacht. Jürgen Würgen bleibt für immer, glaube ich, in meinem Kopf. Hat sich direkt so vorgestellt. Nee, sympathischer Kerl. Das war nicht schlecht. Ja, also ein Tag in Dresden lohnt sich. Also, naja, ein Tag macht ruhig mehr Tage in Dresden. Das lohnt sich dann auch mehr. Gut essen kann man da. Man kann schön viel sehen. Und es ist einfach eine hübsche Stadt. So ist es nicht. Also es sieht halt echt schön aus, ne? Mit den ganzen alten Gebäuden. Überall ist irgendwie so ein bisschen Goldverzierung dran. Es ist schon echt schön. Das lohnt sich. Viel unternommen, so richtig actionreiches, haben wir da jetzt nicht. Ist auch Dresden nicht wirklich bekannt für gewesen. Nee. Aber man hätte halt jetzt, wenn man möchte, noch irgendwie in den Zoo gehen können, der ist noch da. Man hätte die Oper besuchen können. Aber es sind halt auch alles nicht ganz so actionreiche Sachen. Also es ist halt tatsächlich eher dann ein Kulturtrip. Ja, dann jetzt noch den grünen Abschluss hinterher. Abonnieren nicht vergessen. Schreibt gerne in die Kommentare, was wir als nächstes testen sollen. Wo sollen wir als nächstes hinfahren? Ich glaube, als nächstes würde ich gerne in eine Stadt, wo man so richtig viel Actionreiches erleben kann. Dass wir euch richtig schön viele coole Sachen mitnehmen können. Habt ihr Vorschläge, Ideen? Wo kann man was Cooles machen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann Daumen hoch nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss. Was denkst du, würden da für Städte dann kommen? Weiß nicht.